Hier ist wieder Freddy Swissmade. Heute wollte ich mich mal über diese Matcha Green Tea Soja Latte Girls aufregen, die immer rumlaufen. Und in der Schweiz sagen wir dazu so. Ich kann nicht mehr richtig Englisch reden. Ich meine, ich sage immer Starbucks und Swisscom und San Reis. Hashtag follow me, Hashtag mean Matcha Green Tea Latte Soja von Starbucks. Hashtag no filter and no makeup. Welcher Vollidiot glaubt denen bitte, wenn man da den Make-up-Rand sieht und keine Ahnung, da noch irgendwie so Wimpern duschen und dann laufen sie immer mit ihren Montclair-Jacken umeinander und ihren Taschen, die sie dann immer so tragen und da. Oh mein Gott, ist das krass. Und hey, chill's mal, Alti, du hure Starbucks-Girl. Du bist voll nicht cool und nicht vegan und du hast auch Make-up in der Schnurre. Okay. Das war's wieder von mir und nächstes Mal könnte ich mich vielleicht mal über was Hamburgerisches aufregen. Wer weiß, vielleicht finde ich hier ja noch was. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss! Hallo Melanie? Du, Melanie, warte mal. Ich wollte mal, sag mal, haben wir eigentlich ein Problem? Nee. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich krieg dich überhaupt nicht gegriffen. Also dein Blick sagt mir auch immer eher so, boah, halt dich eher auf Distanz so. Und ich wollte einfach... Hast du nicht. Also ich habe absolut kein Problem mit dir. Alles super. Wirklich? Ja. Es fühlt sich irgendwie immer so anders an. Alles geil. Ja. Dann ist ja gut, dann haben wir darüber geredet. Ja, genau. Hi. Hey. Na? Bist du ready fürs Stück schreiben? Auf jeden Fall. Ja? Ich falle, glaube ich, gleich mal mit der Tür ins Haus. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zur Szene 8. Ja, wegen Szene 8 habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ja, das mit dem Lied, das funktioniert noch überhaupt nicht. Also, was meinst du? Es springt da kein Funke über. Also ich finde, sie kann es überhaupt nicht interpretieren. Ja, aber sie bewegt sich schon toll. Ja, Ben, nicht? Aber es geht ja auch um mehr als nur Bewegung, sondern der Zuschauer möchte ja schon auch das Lied mitbekommen. Naja, es geht ja nicht um den Song. Sonst hätten wir auch ein richtiges Lied nehmen können. Ne? Nee, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, ja? Hm. Und zwar, also wir haben ja schon ganz coole Kostüme, aber ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht bei Melanie, ja? Dass wir in so einem ganz kurzen, schönen Aschenputteldress, ja? Dass wir da reinstecken. Sie kann es tragen, oder? Soll ich das jetzt aufschreiben? Ja. Ja, ist ja auch dein Stück, ne? Und dann habe ich dann noch eine Bitte. Und zwar, ob du vielleicht noch einen Song schreiben könntest, ja? Für den Prinzen. Mhm. Wenn er da mit Aschenputtel auf der Bühne ist. Okay. Dass er sie vielleicht ansingt, wie schön sie ist. Ne? Also. Wie schön sie ist. Was soll ich da schreiben? Naja, das ist ja jetzt nicht schwer. Das ist Melanie. Ich meine, wie schön ihre Augen sind oder ihre Nase. Ich soll ein Lied über Melanies Nase schreiben. Du findest da schon irgendwas. Ja, natürlich. Das ist, ja. Nochmal so 0815-Song halt, ne? Nee, schon was Schönes. Schon schön. Schreibe ich mir auf. Ihr solltet euch mal vertragen. Also es geht nicht. Wir sind eine Klasse und das geht nicht, wenn zwei da so... Vielleicht redet ihr mal miteinander? Also ihr... vielleicht machen wir es so, dass jeder am anderen mal 10 Dinge aufzählt, die er mag. Hm. Also guck mal, das ist nicht so schwer. Ich zeig dir mal. Ich sehe jetzt Michael und dann überlege ich mir, okay, Michael, 10 positive Dinge an Michael. Genau, und Michael, du schaust dann David an und 10 Dinge, die positiv sind an David. Und Jo, wer ist als nächstes dran? Ja, ich fange dann mal an. Alles klar.
Grüezi miteinander, meine Schweizer Frauen. Heute werden wir im Yoga unser Wurzelchakra aktivieren. Das steht für hervorragende Sexualität und Lebensenergie. Mit dem Solarplexus und Kosmos Mutter Erde werden wir unser Wurzelchakra in Schwingung bringen. Gut. Wir sitzen dazu so an und werden hum, hum, hum. Und in einer anderen Position. Freeze! So, meine Liebe, jetzt einfach mal pressen. Dir mal deinen Stuhl und setz dich nach vorne. Kannst du den Stuhl richtig rum hinstellen? Ja, vielen herzlichen Dank. Entschuldigung. Friederike, die große Comedy-Show, die kennen wir jetzt alle schon. Die haben wir jetzt schon drei... Friederike, hörst du mir mal bitte zu? Dankeschön. Die haben wir jetzt schon 100.000 Mal gesehen. Langsam ist es einfach nicht mehr komisch und ich möchte einfach mal was Ernsthaftes, ohne Grimasse, was Authentisches von dir sehen. Ja, es kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt pulst du dir irgendwelche Sachen aus den Zähnen. Friederike. Entschuldigung. So langsam sind wir, finde ich, an einem Punkt, da würde ich mich freuen, wenn du mal was von dir zeigst. Mal was Authentisches, was Echtes, was mit dir zu tun hat. Mhm. Was? Erzähl mir doch mal, was du gestern Nachmittag gemacht hast. Gestern Nachmittag? Ja. Ich bin heimgekommen und hab die Tür aufgemacht und dann ist mir erstmal der Geruch von Kotze in die Nase gestiegen. Ich bin in die Küche, hab einen Eimer geholt, Lappen und bin dann in mein Zimmer. Dann habe ich meine Mama aufgeweckt und ihren Arm so um mich gelegt und bin mit ihr ins Bad gegangen und hab ihr dann das Nachthemd ausgezogen und die Unterwäsche, es war alles ganz verdreckt. Dann hab ich sie in die Wanne gesetzt und sie erstmal gewaschen und die Haare, die waren so verklebt und mich mit Shampoo so ein bisschen, ja, sauber gemacht. Dann habe ich ihr geholfen, sich wieder anzuziehen. Habe sie dann ins Wohnzimmer gebracht. Habe die Decke aus Jans Zimmer geholt und sie da eingewickelt, weil die friert immer ganz schnell, weil sie so dünn geworden ist. Dann bin ich in mein Zimmer und habe das Fenster aufgemacht und den Boden sauber und das Bett neu bezogen. Und hab dann Mama wieder in mein Bett gelegt, damit sie schlafen kann. Dann habe ich sie gelassen. Ja, danke. So, wer ist als nächstes dran? Okay, gib ihm. Okay. Mhm. Besoffene Frau. Schlittschuhläufer. Steppen. Was? Besoffene Haus. Ein Seil. Feger, was ist das denn? Titten. Big Booty. Nein, Booty nicht. Zöpfe. Was? Teufel, Teufel. Twerken, 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 twerken. Hannah Montana. David, hast du mal eine Sekunde?
Du bist sehr durchgedreht, sehr extrovertiert, undogmatisch, sehr losgelöst, spontan und mutig, finde ich. Attraktiv, hast einen Sinn für Humor, bist irgendwie anders und sehr expressiv. Du bist intelligent, mutig, männlich, geerdet, organisiert, diszipliniert. Du bist cool, hast Swag und du bist Hype.